Hallo, willkommen zu einer neuen Runde Heroes of the Storm. Jetzt frisch aus der Pause von der Alpha zurück. Seit einigen Tagen schon, aber ich wollte ein bisschen zocken. Für mich zocken, wieder reinkommen. Das erste Spiel, was ich hier aufnehme, jetzt für den Channel Storm Pinions. Haha. Neuer Kanal. Wo sich's rund um Heroes of the Storm drehen wird. Wir sind jetzt hier im verfluchten Tal. Mit James Rayner auf dem Weg. Jetzt habe ich gerade momentan das Ziel, meine ganzen Charaktere, die ich habe, zu leveln, so dass ich noch Gold bekomme, sagen wir es so. Also ein Level-Up mit Jimmy hier noch und ich bekomme wieder 500 Gold. Was geil ist, weil ich mir Anubarak kaufen will, einen von den neuen Champions. Ups. Mir ist aufgefallen, mir kommt so sofort, dass die Europäer wesentlich mehr drauf haben als die Amis. Weil in den bisherigen Spielen, als ich noch auf den Ami-Servern gespielt habe, habe ich wirklich nicht so aufs Maul bekommen wie jetzt. Das ist schon deutlich anders, muss man sagen. Na gut, bin hier mit James Rayner unterwegs, seines Zeichens ein Assassin-Fernkampf, wie wir unschwer erkennen können bis jetzt. Was habe ich für Fähigkeiten? Auf meiner Kuh habe ich, wie heißt er denn, die Durchschlagsmunition. Fliegt in einer Linie von mir weg. Bam. Und falls ich treffe, so wie jetzt gerade nicht, werden meine Gegner zurückgestoßen. Beziehungsweise die getroffenen Ziele. Oh, was habe ich noch? Auf der Wii habe ich einen kleinen Buff, der erhöht die Angriffsgeschwindigkeit meiner Verbündeten in der Nähe. Sowohl die Creeps als auch Helden. Was ziemlich cool ist. Auf der I eine passive. Sobald ich ziemlich wenig HP habe, werde ich ziemlich krass geheilt hier. Lebensschub, glaube ich. Adrenalinrausch heißt das Ding. Ja, und die Ulti. Die steht dann zur Auswahl, was ich mir nehme. Mal schauen, was nehme ich denn da? Höhere Reichweite, danke. Mehr Reichweite ist immer geil. Da, jetzt sehen wir gerade, wie krass das Ding heilt. Ich war gerade ziemlich low. Arthas holt Dingens, ne? Söldner, ist klar. Kennen wir schon. Oh, da kann ich ihn rauskicken, das wusste ich nicht. Lass mich durch. Heilbron. Ah, scheiße, Arthas, töte ihn doch. Schade. Ein Tribut. Tribute sind hier das A und O auf der Karte. Für die, die es noch nicht wissen, Rabenfürstenkarte. Verzeihung, Rabenfürstenkarte. Oder verfluchte Zahl, wie sie heißt im deutschen Client. Muss man Tribute einsammeln. Für den Rabenfürsten halt. Hat man 3 Tribute gesammelt, wird das gegnerische Team verflucht. Das heißt, Verteidigungsanlagen schießen nicht und Creeps fallen, haben nur mal 1 HP. Also fallen mit einem Schuss um. Ist eine, muss ich sagen, meiner Lieblingskarten eigentlich, weil ich das ziemlich cool finde so. Also diese Karte und die mit den Minen, die habe ich am liebsten. Okay. Haut drauf, das ist ein Boss hier, ein Grabgolem. Ja, der Stunt nämlich. Mit diesen grünen Flächen haben wir gerade gesehen, haut der Golem einen schönen Stun aus. Der ist auf dieser Karte in Kombination mit 3 Tributen, ist das Ding ziemlich geil. Stell dir vor, die Verteidigungsanlagen schießen nicht. Die Creeps fallen mit einem Schuss um, das heißt, sie können auch nicht wirklich Schaden machen. Ja, dann kann der Boss schon recht gut was einreißen hier. So, weiter auf die Verteidigungsanlagen. Okay, wir haben hier offenbar ein paar Verbindungsprobleme. Und das war auch hier gerade der längste Ladescreen,
den ich jemals gesehen habe. Ich dachte schon, mein Spiel sei abgestürzt. Hat sich wirklich gar nichts getan hier vorhin. Baller defendet hier brav. Kann aber auch nicht mehr wirklich was machen. Cool, wir bekommen das Vordown. Das ist... hier haben wir auch ein Vor verloren. So. Oh, wir haben es noch nicht verloren. So, Arthas, bitte nur Unterstützung. Ja, ich komme ja schon. Ich meine, ich alleine werde nicht viel machen können. Es ist ein Vergnügen zuzusehen, wie ihr Geld herjagt. Okay. Da ist ein Tribut. Darum soll auf sie raus. Das ist ein bisschen zu klein. Das übersieht man gerne, dass ein Tribut kommt. Wenn man nicht aufmerksam auf die Map schaut oder gerade im Kampf drinnen ist. So, haltet sie fern. Ach, scheiße. Erst verkackten Zombies. Ich nehme gerne die Hyperion. Da rufe ich jetzt mit meiner Ulti die Hyperion. Also ein Battlecruiser, der halt eine Linie fliegt, so, und alles auf dem Weg angreift. Ja, jetzt sehen wir hier Gegner verflucht. Haben dieses Zeichen, die Creeps und die Verteidigungsanlagen haben dieses Zeichen über den Kopf und fallen eben mit einem Schuss um die Creeps. Man geil pushen. Boah, scheiße. So, das ist jetzt die Hyperion hier. Die fliegt jetzt da die straight Linie und schießt auf alles, was in der Linie ist. Boah, jetzt hau ich ab. Mein Muradin kommt. Ah, shit, ich wollte aufwarten. Boah, Schwein gehabt. Das war jetzt wirklich knapp. Sonst hätten wir jetzt Muradin mal fett einen Tritt in den Allerwertesten verpasst. Gut, einmal kurz am Halbrunden heilen. Die sind auch eine ziemlich geile Idee und eine äußerst wichtige Komponente hier in dem Spiel. Ist klar, Halbrunden, 100 Sekunden Cooldown und wenn ich hingehe und draufklicke, heilt er mich, wie der Name schon sagt. Halbrunden halt. So, jetzt hole ich mir diese Reason hier. Das sind Belagerungseinheiten, würde ich jetzt eher sagen, weil die außerhalb der Reichweite von den Türmen bleiben und trotzdem auf sie schießen können, beziehungsweise Steine werfen. Vorzerstört. Da Mutmachen verlangsamt Gegner in der Nähe. Ja, sperr mich ein da, du. Ich sterbe nicht gern. Oder das Vor kaputt. Muradin ist auch wieder am Start. Gegnerischen. Wir haben keinen, glaube ich. Ich glaube, der ist Krieger, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber so genau weiß ich noch nicht. Weiß das noch nicht auswendig. Alter Arthas, hilf mir doch. Oh, du Lappen. Wunderbar. Gut getötet. Ein Heilbrunnen. Okay, wir holen das Ritterlager. Nicht in den Kreis rein. Der Rabenfürst fordert seinen Tribut ein. Scheiße. Das war jetzt, ich glaube, eine Ulti von Witchdog. Zum Glück haben wir hier die Oberhand. Das Wort nicht einfällt. Mal sehen, was noch kommt.
Einer im Kopf. Oh, scheiße, gerade ums gewisse etwas. Komm schon weg mit Muradin. Haarscharf. Lili. Wunderbar, unser Tribut. Dann haben wir hier den Boss wieder. Okay, wir haben wieder einen Tribut. Oder eher verteidigen. So, das Vor beschütze ich noch, solange es noch steht. So, da jetzt wieder. Ich nehme immer gerne hier die Kuh. Erster von Durchschlagsmunition getroffener Gegner wird betäubt und erleidet zusätzlichen Schaden. Finde ich ja sehr geil. So, das gesamte Team. Ich muss aufpassen, dass ich nicht reinlaufe. Ach Gott, jetzt ist der Muradin hinter mir. Aha. Scheiße. Cheat, 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 cheat. Okay, das war nix. Weil eben die Hälfte vom Team nicht anwesend war und ja, 3 versus 5 ist nicht gut. Die anderen zwei laufen da irgendwo rum. Ah gut, ein Tribut verloren. Was soll's, ne? Immerhin sind wir klar in Führung. Wir sind schon bei deren letzten Verteidigungslinie jeweils. Versucht alleine den Boss zu holen. Ich glaube, das ist nicht drin. Vor allem nicht, wenn man aus diesem Slam nicht rausgeht. Ja, ich komme nicht schon. Ja, ich konnte einen Schuss abgeben und Facebook meldet sich bei mir. Wunderbar. Irgendein Quägeist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Facebook-Sound hier im Hintergrund drauf ist. Ein neuer Tribut. Ah, der ist gleich wieder unserer. So ein guter Zufall, dass wir direkt daneben standen. Scheiße. Ah, zumindest den Muradin getötet. Okay, Valor pusht unten derweil. Ich glaube, die haben auch einen Boss. Ja, die haben auch einen Boss derweil. Ups. Fahr ich denn hin? Was passiert denn hier sonst noch so? Sieht gut aus. Ich meine, ich würde es dann nicht unbedingt pushen, weil keine Creeps da sind. Sondern vielleicht sollten sie verteidigen gehen, diese Pfeifen. Tribut, der nächste Tribut. Und wenn wir den haben, dann können wir wieder pushen. Das sieht jetzt schlecht aus. Jetzt laufen wir alle wahrscheinlich einzeln. Oh, weil da unten wird auch gekämpft. Weg mit Stitches. Und weg mit Muradin. Kriegt ein Tribut? Nein. Was zock ich da? Hallo, liebe Iris. Nein!
getötet. Ich habe leider keine Zeit zum Antworten. Ich bin meine Gunst gehört euch. Das Schicksal eurer Feinde ist besiegelt. Raiders. Sieht aus, als müsste. Verfehlt. Verfehlt ihn. Ja, lass pushen, ihr Pappnasen. Wunderbar. Ach Gott, der verdammte Murin schon wieder. Scheiße, jetzt hat er mich erwischt. 5 Kills, na das geht ja. Jetzt haben wir gleich wieder Level up, das heißt wir sind ein Level vor den anderen. Wisst ihr ja, Heroes of the Storm Team Level und so, ne? Okay, dann müssen wir wohl jetzt fleißig entweder pushen oder die nächsten 3 Tribute abwarten. Und das war jetzt eine Erweiterung für die Ulti. Nämlich kann meine Hyperion jetzt die Yamato-Cannon abfeuern und verursacht mehr Schaden gleichzeitig. Hey Karen, hau dich doch um. Das muss doch gehen. Achso, du hast die Ulti vorhin gezogen. Na gut. Ihr könntet hier gemeinsam die Ritter holen. Gut, dann hole ich die Riesen. Ja, zu zweit müsste das doch gehen. Vor allem hat sie einen Heiler mit dabei, die Kerrigan. So. Ah, Boss wollen sie wieder machen. Wobei ich fast... Na gut, der von mir ist. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt holen. Ah. Na gut, besser wie es die Gegner. Hey. Du Schweinchen, aber nicht mit mir. Wer wird um meine Gunst buhlen? Oh, unten. Aber wir haben 2 von ihnen in den Jenseits befördert. Vielleicht haben wir kurz Muradin um, wenn er jetzt hier über den Weg läuft. Nope, tut er nicht. Ah, der Rest. Da ist der Rest. Ah, nein. Wieder. Ah, shit, geh weg. Lili ist tot. Muradin. Was so, wir sehen eigentlich ein ziemlich coole Ulti ist von Muradin. Ja, den holen wir uns auch gleich. Das ist eine gute Idee, würde ich jetzt sagen. Wir sind ja, das Team ist ja deutlich dominanter. Also von dem, was ich zu Beginn erwähnt hatte, dass die Europäer wohl wirklich stärker sind als die Amis. Davon merkt man jetzt gerade nichts, aber egal. Ja, nur für mich reden. Das, ja, ich in den bisherigen Spielen, ich habe noch nicht so oft gewonnen. Siehst du mal. Kraftgolem von der Top. Geil. So, ich hoffe, euch hat das erste Spiel hier auf Stompions gefallen. Und es wird noch viel mehr kommen. Ich werde das regelmäßig machen. Und ja, in Zukunft auch mit einem Kumpel, wenn der mal einen Invite kriegen sollte. Aber... das wird noch dauern. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.